Herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir machen weiter im Bauabschnitt Bad Burglauer, den wir im Wesentlichen schon abgeschlossen haben, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Da wird es zum Beispiel nochmal so einen kleinen Umbau im Bereich der Meterspurgeschichte geben. Aber an Bad Burglauer selbst knüpfen wir jetzt hier mit diesem Bauabschnitt an, gehen einmal hier über diesen Fluss drüber und bauen hier die Brücke noch ein bisschen um, beziehungsweise ergänzen da noch hier ein paar Betongeschichten, Infrastruktur, Straßenbau. Der Fluss, nebenbei bemerkt übrigens, der fließt dann auch in Kürze wieder in den Rhein hinein. Also wir arbeiten uns jetzt schon wieder mit großen Schritten Richtung Rheintal vor. Das sind jetzt wahrscheinlich noch bis zu dieser Schweizer Großstadt, die da noch in der Entstehung sich gerade befindet, vielleicht so um die 6-7 Gleiskilometer maximal, und dann haben wir dort auch den Punkt erreicht. Bad Burglauer Süd habe ich das hier getauft. Ich dachte mir, hier passt nochmal so ein kleiner Vorort ganz gut rein mit einem Regionalbahnhalt. Angrenzend hier an Bad Burglauer. Einfach, ja, wie gesagt, so ein kleiner Vorort, nichts Besonderes. Einfach nochmal ein Haltepunkt mit ein paar Häusern, im Wesentlichen auch nur ja, so ein ausgelagertes Wohnviertel, könnte man sagen. Ein Vorort eben. Ein paar kleine Einkaufsmöglichkeiten kommen noch dazu und eben hier so ein kleiner Haltepunkt, den wir uns jetzt auch direkt mal vorknöpfen. Schnappen uns einmal den Bahnhof und setzen uns hier schon mal so den Bahnhofsparkplatz hin, pinseln das Ganze an. Und auch das wird nochmal ein bisschen umgebaut. Hier dieses komische moderne Vanilla-Gebäude kommt dort noch weg. Zweigleisig das Ganze. Hier ziehen wir uns eine Hecke rein. Simple Lösung in der Zaunmod enthalten. Damit begrenzen wir hier einfach diesen Bahnhofsparkplatz. Ziehen uns hier noch diese anderen Hecken rein, um hier die Grünflächen zu füllen. Fahrradständer dazu, und dann füllen wir natürlich hier noch die Parklücken ein bisschen mit Autos auf. Okay, das ist erstmal der Grundstein, wird natürlich noch mal so ein bisschen umgebaut. Dann machen wir hier noch ein bisschen mit den Straßen weiter. Hier führt sowieso schon eine Straße so ein bisschen serpentinenartig den Berg hoch. Die schließen wir einfach unten an die Hauptstraße wieder an, ziehen uns das hier hoch, gehen dann noch so ein bisschen mit dem Geländetool drüber, glätten das und formen ein bisschen um. Und was man hier auch schon ganz gut erkennen kann, ich habe da gerade ein relativ großes Performance-Problem, das liegt an den Nadelbäumen. Ich habe viel zu viele von diesen Nadelbäumen hier verwendet. Wollte auch einfach mal wieder schauen, wie weit kann ich gehen, und ich bin definitiv zu weit gegangen. Also das wird sich jetzt auch so ein bisschen bewerkbar machen in den bewegten Bildern im Anschluss, aber das wird dann sukzessive auch wieder besser werden, weil ich einfach dann hier nochmal dran gehe und einfach die Anzahl der Nadelbäume, die es im Workshop gibt, einfach wieder reduzieren werde. Das ist einfach viel zu viel des Guten geworden hier. Das mal noch so nebenbei bemerkt. Betrifft leider auch wirklich große Bereiche. Richtig aufgefallen ist es mir beim Schmalspurbau neulich, wo ich in einen neuen Bauabschnitt reingegangen bin und da angefangen habe zu filmen und habe gemerkt, das geht gar nicht. Also in Bereichen, wo sonst nicht viel gebaut wurde, wirklich, wo es im Wesentlichen nur Wälder gibt, Waldgebiete. Und da habe ich halt sehr, sehr viele von diesen Nadelbäumen verwendet, von den Tannen und so weiter. Und da muss man einfach vorsichtig sein und die wirklich eher punktuell benutzen. Und hier, ihr seht ja selbst, hier auch gut erkennbar, wenn ich hier mit dem Baumpinsel drüber gehe, da sind viel zu viele von denen enthalten. Sieht halt schön aus. Und man merkt das natürlich während dem Basteln nicht wirklich, dass das auf die Performance geht, logischerweise. Aber wenn man es dann laufen lässt, dann hat man den Salat im Wesen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Den Nadelbaumsalat. Also ja, da muss ich, das wird nochmal ein bisschen mühsam, da muss ich nochmal hier mit dem Radiergummi drüber gehen, viele Bäume wegpinseln und vielleicht auch einfach nochmal eine neue Baummischung mir zusammenstellen und hier wieder drüber pinseln. Also das muss wahrscheinlich alles nochmal weg und wieder neu gemacht werden. Jetzt nicht so der Riesenaufwand, aber schon ärgerlich, aber es muss wohl sein. Und da wäre ich, aber ist auch ein Learning, wie man so schön sagt heutzutage. Also die schönen Nadelbäume halt dann eher punktuell verwenden. Und vor allen Dingen halt so am Waldrand, aber nicht so flächendeckend wie hier. Da sind mir echt ein bisschen die Pferde durchgegangen. Aber okay, gut, das wird noch alles wieder in Ordnung kommen. Bin auch schon dran und habe auch schon gute Ergebnisse.
Hier ist es halt jetzt aktuell für diese Folge und für die nächsten Folgen. Bisschen problematisch. Gut, machen wir hier mal ein bisschen weiter. Zäunen uns noch die Grundstücke ein, die sich hier direkt an der Bahnlinie befinden. Ich wechsle dann auch immer gerne die Zauntypen, also mische das alles so ein bisschen durcheinander. Wir haben ja so viele Zäune zur Auswahl. Hier auch sehr schön, so diese Sichtschutzwände. Dann kann man wieder Hecken verwenden und irgendwelche Metallzäune und die Jägerzäune. Und es gibt einfach eine riesen Auswahl. Dann hier natürlich noch so ein bisschen Bewuchs. Wird einmal der Länge nach hier durchgepinselt. Hier gebe ich mir halt einfach ein bisschen mehr Mühe, weil das ist auch einfach hier direkt am Bahnhof eine nette Filmstelle. Mit den Gärten im Hintergrund, die ja auch schon ganz nett ausdekoriert sind. Ich denke, da wird sich ganz gut filmen lassen. Und so gehe ich hier schön mit dem feinen Pinsel drüber. Mische das alles ein bisschen durcheinander. Und hier noch so ein bisschen punktuell. Das ist zum Beispiel hier von Ingo die Mod gewesen, wo man auch diverse Bäume und Gebüsche hat, wo man einfach die Blätter entfernen kann, dass man hier einfach so ein bisschen Gestrüpp noch rumstehen hat. Das ergibt auch im Großen und Ganzen noch eine ganz nette Mischung. Und hier noch so ein bisschen Schotter neben den Gleisen verteilt. Und ich denke, dann sieht das schon ganz ordentlich aus. Einmal kurz das Kameratool ausgepackt. Wir werfen einen Blick drauf und ich denke, macht sich doch ganz gut, wenn dann hier schön die Züge vorbeifahren. Sollte das ein paar ganz nette Perspektiven geben, dann machen wir hier drüben noch ein bisschen weiter. Einkaufsmöglichkeiten sehr reduziert. Wie gesagt, das ist ja nur so ein kleiner Vorort, kleines Wohnviertel. Da hat man halt so ein bisschen was für den täglichen Bedarf. Winzig kleiner Supermarkt plus eine Bäckerei. Den Rest kriegt man ja drüben in Bad Burglauer. Kann man 5 Minuten mit dem Auto rüberfahren. Oder hier eine Station mit der Bahn. Und dann hat man dort sämtliche Einkaufsmöglichkeiten. Auch hier nochmal im Bereich der Gleise natürlich habe ich ein bisschen mehr drauf geachtet, dass es hier nett aussieht. Bin da nochmal mit diversen Texturen drüber gegangen. Hier auch nochmal so ein bisschen Gestrüpp und kleine Gebüsche verteilt. Damit das hier alles schön aussieht. Detailarbeit. Und gerade so diese gestrüppartigen Dinge, das finde ich, macht sich halt direkt neben den Bahngleisen immer ganz gut. Kann man nette kleine Akzente setzen, wenn man so will. So, und dann haben wir hier den ganzen Bereich doch schon mal ganz gut in Form gebracht. Dann haben wir hier Bahnübergang auch schon lange nicht mehr gehabt. Kam tatsächlich auch neulich mal in den Kommentaren. Ist halt schwierig bei der Bergstrecke mit den permanenten Steigungen und Gefällen. Aber hier gibt es jetzt doch nach längerer Zeit mal wieder einen BÜ. Das hier angrenzende Grundstück wird natürlich auch noch so ein bisschen in Form gebracht. Einmal eingezäunt zumindest. Und noch ein bisschen mit den Texturen rumgespielt. Oberleitungsmasten ergänzt. Ausleger. Und hier nochmal eine Überleitstelle oder eben einfach ein paar Weichen verbaut, damit bei Bedarf hier auch die Züge praktisch hier einfach den Haltepunkt anfahren können. Das wollte ich damit sagen. Und in dem Bereich nehme ich dann auch immer Gleise ohne Oberleitungsmasten, damit ich mir das halt hier bei den Weichen einfach selber gestalten kann. Hier auch super schön, habe ich glaube ich noch nie erwähnt, diese Abspannmasten, die in dem Schweizer Oberleitungsmastenpaket enthalten sind, die man direkt an die Leitung mit andocken kann. Dort, wo sich die Oberleitungsaufhängung befindet. Also sehr, sehr cooles Asset. Gefällt mir super gut. Und hier werden einfach noch die letzten Masten ergänzt. Damit hier möglichst nichts in der Luft rumhängt. So. Zurück zum Thema. Hier ist auch nochmal irgendwie so ein kleines Gewerbe entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, was es eigentlich sein sollte. Sucht es euch selber aus. Kleiner Betrieb, mittelständisch. Und da habe ich einfach alle möglichen Gebäude verteilt. Kleine Lagerhallen, kleine Werkstattgebäude. Eher so ein bisschen im älteren Stil gehalten, also optisch. Dann das ganze Gelände natürlich einmal eingezäunt. Hatte vielleicht sogar vor langer, langer Zeit mal einen Gleisanschluss, ist aber nichts mehr davon übrig. So, einmal asphaltiert das ganze Areal.
hier nochmal einmal außenrum ein bisschen mit den Texturen. Hier auch nochmal ein bisschen Schotter untergehoben. Da kann man sich auch ziemlich verlieren. Kann man sich echt viel rumspielen hier, was so Texturen angeht. Und Bewuchs, ihr seht selbst, da gibt es eine ganze Menge Auswahl. Ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt hier, ein bisschen im Klein-Klein verliert, ergibt das meistens ganz nette Szenerien. Ein paar Gebüsche noch dazu gepackt. Und alles noch so ein bisschen bepflanzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch. Okay, so viel erstmal zum Grünzeug. Nochmal ein kurzer Überblick. Und dann gehen wir nochmal in den Bahnhof dran. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Etwas problematisch ist halt, wenn man es wirklich barrierefrei haben möchte hier mit Lift. Da gibt es einfach keine mit den Vanilla-Bahnsteigen kompatiblen Lift-Assets. Deswegen habe ich die jetzt hier einfach quasi drüber gestülpt. Also die funktionieren nicht, aber ich wollte es halt barrierefrei gestalten. Deswegen habe ich das jetzt so gelöst. Und am Ende hier natürlich noch ein paar weitere Deko-Dinger verbaut. Hier Sitzbänke und so weiter. Hier noch eine Überdachung hinzugefügt. Was es halt so gibt. Und hier die typischen Überqueren verboten. Beschilderungen natürlich zwischen den Bahnsteigen, zwischen den Gleisen aufgestellt. Passender Fahrkartenautomat. Das ist tatsächlich Schweizer Fahrkartenautomat. Dann hier noch so ein bisschen aufgehübscht. Nochmal so eine kleine Beetumrandung reingezogen für Begrünungsmaßnahmen. Einfach hier eine Hecke reingezogen, dann hat man das schön hier mit Grünzeug aufgefüllt. Dann hier drüben einmal den Fahrradständer hin platziert, hier noch Rampen dazu gebaut für die Barrierefreiheit. Und wenn wir es ganz genau nehmen, machen wir das hier noch so. Nochmal eine Rampe drüber gestülpt, damit man auch wirklich bis auf den Bahnsteig hochkommt. Die letzten Lücken werden geschlossen. Hier nochmal so ein bisschen ausgebessert. Nochmal so ein bisschen Grünfläche geschaffen. Und alles ein bisschen gleichförmiger dargestellt. Das wird auch noch aufgefüllt hier mit Gebüsch. Hier drüben genauso. Und dann fehlt am Ende auch noch ein Bahnhofsgebäude. Hier die Pappeln finde ich auch immer ganz passend. Und da habe ich jetzt einfach hier so ein altes Gebäude genommen. Hier ein Vanilla-Gebäude. Und das ist eben jetzt hier das alte Bahnhofsgebäude. Wurde vor langer Zeit mal alles hier modernisiert und das alte Gebäude ist halt noch übrig geblieben. Eine Uhr dran gehängt und dann hier noch diverse Hinweisschilder. Ich weiß gar nicht, ob es die so in der Schweiz auch gibt. Wahrscheinlich nicht. Die sind halt jetzt aus dem deutschen Bahnhofspaket entnommen. Finde ich jetzt aber auch nicht weiter dramatisch. SBB-Schilder runden das Ganze am Ende noch ab. So, da kleben wir noch eins dran. Damit auch jeder weiß, dass wir uns in der Schweiz befinden. Und zu guter Letzt nochmal die letzten Ausleger aufgestellt. Die letzten Oberleitungsmasten platziert. Und dann denke ich, passt das schon im Wesentlichen so. Wir gehen noch mal kurz an den Bahnübergang dran. Irgendwie hat mir der noch nicht so ganz gepasst und ich wollte hier auch noch mal ein bisschen mit dieser ja, versenkbaren Mauern-Mod ein bisschen rumexperimentieren einfach. Ne? Ist ja so mittelgut geworden. Ich habe es ein bisschen übertrieben hier. Ich wollte einfach noch mal so ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren. Um zu schauen, ob ich es nicht irgendwie mal ein bisschen anders darstellen kann, die Bahnübergänge. So 100% zufrieden bin ich mit denen eigentlich so gut wie nie. Also habe ich hier nochmal alles Mögliche ausprobiert. Und naja, das Ergebnis seht ihr selbst. Ist so semi, aber auch nicht so schlecht. Und ich glaube, im laufenden Betrieb
sieht's aber trotzdem ganz nett aus. So, hätte ich mir auch sparen können möglicherweise. Gut, egal. Wir schauen mal drauf. Bad Burglauer im Hintergrund und hier direkt im Fokus Bad Burglauer Süd. Da kommt auch schon der erste Zug angerollt. Hier sieht man auch noch ganz gut, ich habe da mit der Straße am Bahnübergang, wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, auch noch ein bisschen rumexperimentiert. Habe also mal mit der unsichtbaren Straße ein bisschen was versucht. Und hier kommt der erste Zug eingerollt. Macht kurz Zwischenhalt. Und fährt dann weiter nach Bad Burglauer. So, und hier ja, sieht man bei der Filmerei alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das liegt definitiv an den Nadelbäumen. Das konnte ich schon so weit mittlerweile testen, dass es einfach wesentlich besser wird, sobald man die wegnimmt. Oder die meisten davon zumindest. Einmal die Überfahrt über die Brücke. Übrigens so dieses ganze Flusstal, was sich hier befindet, habe ich auch selber angelegt. Auch dazu gibt es nochmal eine Zeitraffer irgendwann demnächst. Da war eben ursprünglich kein Fluss, aber es hat sich so angeboten, von hier sich nochmal durchzubuddeln bis zum Rhein und dort entlang des Flusses dann eben hier die Bahnlinien oder die Gleise zu verlegen. So habe ich das hier jetzt umgesetzt. Perspektiven hier aus den Gärten heraus gefilmt. Das ist das Schöne auch an den alpinen Gebäuden. Nicht nur, dass sie gut aussehen, sondern dass eben auch viel Gartendeko schon mit enthalten ist. Sehr, sehr praktisch also das Ganze. So, da kommt der nächste angerollt. Doppelstock. Passt auch perfekt mit der Bahnsteighöhe zusammen. Und weiter geht's. So, geht gleich wieder zu. Ja, vielleicht hätte ich andere Bahnschranken nehmen sollen. Die sind, glaube ich, eher geeignet für die etwas breiteren Straßen. Das ist, glaube ich, hatten wir den schon? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Habe ich aber auch vor kurzer Zeit erst auf die Gleise gestellt, hier nochmal was Dieselbetriebenes, weil das irgendwie zu kurz kommt hier. Und wir haben ja hier diese schöne, ich glaube, es ist eine Adtrans Diesellok. Die haben wir ja auch hier in SBB Cargo Lackierung. Deswegen habe ich die hier mal auf die Gleise gestellt. Mit Zucker am Haken. Ebenfalls aus der gleichen Richtung kommend. Durchfahrender Zug, Fernverkehr, nächster Halt Bad Burglauer. Und hier auch nochmal sehr schön zu sehen, jetzt wirklich im Hintergrund, die Unzahl an Nadelbäumen. Das ist hier wirklich das einzige Problem, weil eigentlich ist ja hier nicht viel. Hier müsste die Performance eigentlich ziemlich gut sein. Also es sind wirklich die verdammten Bäume, die mir hier auf die Performance drücken. Sehr schade, weil also letztlich, wenn ich Nadelbäume haben will, bleiben mir halt nur die Vanilla-Nadelbäume, die Föhren übrig. Die sehen jetzt nicht total schlecht aus, aber es ist halt schon ein bisschen monoton. Das ist wirklich sehr schade, dass es da bis heute einfach keine Lösung gibt. Also mehr Nadelbäume, das wäre, wenn ich mir noch irgendwas wünschen dürfte, Nadelbäume mit guter Performance. Das wäre großartig. Es klingt so banal, aber man braucht halt Nadelbäume für die vernünftige Gestaltung. In einer eher alpinen Landschaft kommt man da halt nicht drum rum. Und wenn man eben nur diese Föhren hat, sieht halt nicht ganz so toll aus. Ja, hier rund um die Brücke könnte vielleicht noch ein bisschen was mehr mit Texturen passieren. Da habe ich jetzt den Fokus gar nicht mehr so drauf gelegt. Hier nochmal schöne Eurocity, die Eurocity-Lackierung hier auch mit Panoramawagen. Düst hier vorbei.
Und schlussendlich, bisschen kürzer heute gehalten, die bewegten Bilder, nochmal die Gesamtübersicht über Bad Burglauer Süd. Dort hinten, wo der Zug gerade aus dem Bild herausrollt, sozusagen, geht es dann weiter. Und dann dürften wir dort auch schon demnächst das Rheintal wieder erreicht haben. Gut, für den Moment soll es das gewesen sein. Ich verabschiede mich hier aus Bad Burglauer Süd. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.